Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Lass es dir schmecken. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr gut. Heute zeige ich euch ein ganz simples Rezept, der so als Beilage gegessen kann, schmeckt super lecker und ist sehr schnell und sehr einfach zu machen. Bleibt dran und schaut, wie ich es gemacht habe. Wir brauchen eine Aubergine, Spitzpaprika, Knoblauch, Limette, eine Tomate. Die Gewürze sind Salz, schwarzer Pfeffer, gemahlener Kreuzkümmel, Essig und Olivenöl. Ich werde als erstes die Gemüse schneiden und dann zeige ich euch, was man danach machen soll. Ich werde dann meine Gemüse in eine Schüssel hineingeben, denn da werde ich sie würzen. So, ihr habt jetzt zwei Varianten. Das erste ist, ihr könnt jetzt die Gemüse nehmen und in eine Pfanne Öl hineingeben und das hinein anbraten. Oder, da ich es ohne Öl oder ohne viel Öl machen möchte, dann werde ich das in der Heißluftfritteuse machen. Oder ihr könnt das gleiche, also ich würze das jetzt und dann werde ich es in der Heißluftfritteuse geben. Oder ihr könnt es in den Ofen, also ein Blech nehmen, ein Backpapier oben drauf geben und die Gemüse hinaufgeben auf Umluft. 230 Grad für ungefähr so 20 Minuten oder bis es halt so gegrillt ist. Als erstes gebe ich Salz. Nicht viel, wenig. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Kreuzkümmel, gemahlener Kreuzkümmel. Jetzt alles so zusammenmischen. Und dann werde ich jetzt so ein bisschen Olivenöl oben drauf geben, damit es eine Farbe bekommen kann. Und das reicht. Das ist dann halt viel gesünder, als wenn man das Ganze in viel Öl anbratet, dann saugt die Auberginen sehr viel Öl und dann ist sehr fettig. So, ich merke jetzt, dass alles so Olivenöl schon bekommen hat. Das passt. Und jetzt, wie gesagt, entweder in den Ofen oder in die Heißluftfritteuse. Da ist jetzt meine Heißluftfritteuse. Da werde ich alles jetzt hineingeben. Gebe das jetzt auf 180 Grad für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Also nach 15 Minuten schaue ich hinein. Wenn es noch ein bisschen länger braucht, dann werde ich das noch 5 Minuten länger lassen, also bis 20 Minuten. Oder wie gesagt, in den Ofen, Umluft, 230 Grad für ungefähr 15 auch bis 20 Minuten. So, hinein damit, einschalten und 180 Grad, 15 Minuten, Start. Meine Gemüse ist schon ins Heißluftfritteuse. Jetzt werde ich die Tomaten in kleine Würfeln schneiden. Tomaten sind fertig. Ich werde es in eine Schüssel hineingeben. Danach werden wir die Tomaten mit Knoblauch, Limetten und die Gewürze zusammenmischen. Und diese Mischung werden wir dann auf unsere Gemüse oben drauf geben.
So, ihr versucht jetzt das ganz fein zu schneiden. Oder, falls ihr sowas habt, dann ist noch besser, weil dann schmeckt es noch intensiver. Aber da ist wichtig, ein bisschen Salz dazu zu geben. Dann geht es leichter. Ganz wenig Salz. So wie ihr seht, ist so geworden. Sieht super aus. So, fertig. Jetzt kommt hier Saft, eine Limette. Dann Essig. Eins. Zwei. Ihr könnt auch Apfelessig nehmen. Zusammenmischen. Jetzt werde ich das würzen. Salz. Ungefähr ein halbes Teelöffel. Schwarze Pfeffer. Und gemahlener Kreuzkümmel. Die Mischung schaut jetzt so aus. Es riecht super. Und wir warten jetzt, bis die Gemüse fertig sind. Ich habe hier ein bisschen Petersilie, die werde ich so schneiden fürs Deko dann am Ende. So, meine Gemüse ist jetzt fertig. Die hat 22 Minuten gebraucht, also die ersten 15 Minuten auf 180 Grad. Dann habe ich es für weitere 7 Minuten und habe die Temperatur erhöht auf 190 Grad und noch ein bisschen Olivenöl oben drauf gegeben. So, jetzt werde ich das im Teller. Als erstes gebe ich die Auberginen hinein, dann meine Paprika. Und jetzt kommt diese Mischung oben drauf. Mische es so nochmal zusammen. Und versuche die Tomaten so überall oben drauf zu geben. Und die Soße, was da übrig geblieben ist, die nehme ich auch. Und gieße alles so damit. Und zuletzt meine Petersilie. Und fertig ist es. Es schmeckt wirklich sehr gut. Hoffe, ihr probiert es aus. Vergiss nicht, mir einen Daumen zu geben, falls euch das Video gefallen hat. Und meinen Kanal zu abonnieren für weitere Rezepte. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!